Neues Spiel, neues Glück. Und wir schauen mal, wo wir raus. Ah, oh, Military Base. Ich hoffe, wir werden es nicht mit Cheatern zu tun bekommen in dem Match. Die letzten paar waren echt, teilweise echt nervig. Machen wir das Mikrofon ein bisschen lauter, glaube ich. Turn it up. Ever so slightly. Ja, ist alles gut. Military Base, oder? Machen wir mal. 20 Minuten im Single Game, ja klar. Kann man das eigentlich irgendwie... In-Game gibt es keine Stoppuhr oder so, ne? In-Game gibt es keine Stoppuhr. Aber auf meinem Handy gibt es eine Stoppuhr, da kann ich das machen. Da hauen wir jetzt mal. Und gucken. Hauen wir mal drauf. Achso, apropos, hauen wir mal drauf. Ihr könnt gerne mal auf den Like und auf den Subscribe-Button drücken. Ich kann hier oben dieses Werbebanner da einblenden. Ich glaube, das ist ganz gut. So, und dann springen wir hier raus und gehen rüber. Ich mag diese Halle da. Die ist top. Achso, ich kann es noch nicht markieren. Ich bin noch zu weit weg. Die Halle. Da ist noch einer. Diese Zeiten, die vermisse ich echt. Die vermisse ich. Die Zeiten, wo man casual spielen konnte, ohne dass man mit irgendwie Level 500 Typen gematchmaked wurde. Oder von irgendwelchen Cheatern platt gemacht wurde. Also echt schön. Schön einfach mal wieder ein bisschen entspanntes Battle Royale spielen. Ich will ja nicht PUBG-Liga aufmischen, das ist ja gar nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist einfach nur ein bisschen entspanntes Zocken. Oh, eine Knarre. Nehmen wir uns die M16 als Sniper mit. Passt, oder? Wollte ich nicht. So, jetzt. Adrenalinspritze. Ich frage mich, ob Hollywood Bob... Macht Hollywood Bob noch Videos? Diese ganzen Super-Streamer werden langsam echt genervt von dieser ganzen Rumgecheaterei. Aber das kann ich auch nachvollziehen, weil das ist echt teilweise hart, was abgeht. VSS. Komm, wir machen mal ein bisschen VSS-Action. Dann brauche ich Sechser eigentlich nicht, ne? Lassen wir mal so. Die VSS ist geil. Aber sie ist auch... Die macht halt nicht viel Schaden. Nehmen wir noch die Bison. Und dann kommen wir komplett mit 9mm aus, oder? Machen wir mal so. Rein 9mm ist natürlich hart. Der Rückstoß von der Bison ist auch ein Witz. Sechser nehme ich mit, das ist mir egal. Ja.
Sehen wir hier irgendwo welche? Nee, ne? Ah, warte. Ah, die braucht keine. Ah, verstehe. Die braucht richtige Magazine. Die hat nicht. Oh, nee, wir gehen nochmal zurück. Die hat keine SMG-Magazine, die hat echte Sturmgewehr-Magazine. Wusste ich auch nicht. Die ersten 4 Minuten sind überlebt. Wir machen mal die 9mm Challenge. Ich habe auch nicht viel Schuss für die 9mm, ehrlich gesagt. Da bräuchte man eigentlich noch ein bisschen mehr. Da oben geht's ab. Das hört sich so an, als wäre er. Da ist einer. Ja, okay, das sieht doch eigentlich bisher ganz vanillig aus. Wir haben halt recht viel so Energy-Zeug. Nehmen wir mal mit dann. Hier können wir eigentlich zum Looten zurückkommen. Ist einfach zu gut hier. Ich hätte gern noch ein bisschen 9mm. Die BZ. Lieber die BZ-Granate als die Smoke. Wir sind sneaky gerade. Vor mir. Irgendwo vor mir snipert einer.
Das, so macht das Spiel Spaß. Gechillt. Umschleichen. War das das mal so? Der hat, glaube ich, auch keine Chance gehabt, rauszukriegen, wo ich bin. War aber, glaube ich, kein Bot, oder? War das der Sniper? Ja. Den hat er geschossen. Da hat er auf irgendjemanden schießen müssen, sonst hätte ich ihn nicht gehört. Ich habe Glück mit der Zone. Ja, auch ganz cool. Ich sehe aus wie diese, wie so ein Gangster aus irgendeinem Guy Ritchie-Film hier. Muss noch irgendwo was rumleuchten. Da ist einer. Seht ihr den? Warum stehen die Dudes nur rum? Kann es sein, dass das Game momentan massiv buggy ist? Der andere Typ, den ich da gerade gekillt habe, der war auch nur rumgestanden. Ach, das ist doch nice. K98. Ne, ich bleibe bei der VSS, ganz ehrlich. Ich bleibe bei der VSS. Ja. Da vorne ist irgendwo einer. Und killt wurde. Mal langsam aufpassen. Auch eine Ecke mit Cover. So richtig viel Cover habe ich hier nicht, ne? Die Zone ist riesig. Und hier hinten runter. So einen richtigen Feuerwechsel kann ich nicht gewinnen. Ich muss quasi mich darauf verlassen, dass ich den anderen zuerst sehe. Aber das ist bei dem Game eigentlich immer so. Hier gefällt es mir. Hier ist es chillig. Ich bin in der Zone. Wir schauen mal ganz kurz. Da kommen jetzt bestimmt gleich relativ viele Dudes rüber gepusht. Müssen sie. Denn die sind außerhalb der Zone. Die können wir dann gegebenenfalls abstauben.
Extended Mac wäre natürlich nice. Mal die Augen offen halten hier. Drehen wir ein bisschen auf. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr aufgedreht habe. So ist, glaube ich, besser. Ja, ist okay. Ach, 20 am Leben. 15 Minuten sind überlebt. Ich muss jetzt auf die 20 Minuten kommen. Ich spiele ultra sneaky gerade. Mit der VSS. Rette dich aber nicht vor dem Cheater-Headshot. Leider. Die wäre auch geil. Das dauert ja ewig, bis die Tone kommt. Kommt echt keiner mehr durchgepusht. Sehr witzig. Bemerkenswert. Bemerkenswert. Shit, wir müssen noch. War noch irgendwo dieser Sniper? Da hinten war noch ein Sniper. Ich hätte jetzt schwören können, der wird rüber gepusht zu mir, aber sieht nicht so aus. Freie Fläche. Schwierig. Für mich mit der VSS. Im weitesten Sinne kann die VSS schon als Sniper durchgehen. Das Problem ist, du hast effektiv dann halt doch trotzdem nur ein Vierer-Scope drauf. Laser und Kind noch, Leute. Wahnsinn. Na, fleißig gestorben hier überall. Chill mal hier mal. Erstmal Überblick verschaffen. Flugzeug kommt. Kommt direkt auf mich zu, das ist gut. Da drüben geht's ab. Wie viele Kills haben wir gemacht? 4 geht eigentlich bisher. Ist eigentlich noch nicht wirklich viel, aber ich habe auch ultra defensiv gespielt. Auto. Drüben irgendwo. Was der jetzt hier kommt, sind jetzt gerade Zone.
Das ist genau das, was ich meine. Wenn du mit der VSS schießt, die können nicht rauskriegen, wo du von wo aus du schießt. Die hören das schlicht und ergreifend, ne? Da oben ist, seht ihr? Die merken nicht, wo der Schuss herkommt. Ich muss runter pushen, das ist ein Problem. Hässlich. Der Typ wird mich jetzt gleich sehen. Wenn ich vollständig blinde. Interessanterweise lebe ich noch. Schuss. 9 mm wohlgemerkt. Die Dinger fliegen so langsam, die sind schneller, wenn das schneller beim Gegner, so wenn das er hinträgt. Und unten irgendwo. Ist der andere Typ noch da? Sehen. Ist der andere Typ? Der ist tot, oder? Hat mich auch nicht gesehen, glaube ich. Der hat den Typen gekillt, der... Der hat den Typen gekillt, der runtergepusht wurde. Hat er mich echt nicht gekillt? Können wir das looten, ohne das sonst? Hä? Hat er mich unter dem Auto durchgetroffen, oder was? Warte mal ganz kurz. Das will ich jetzt nochmal sehen. Tatsächlich, der hat mich unterm Auto durchgesehen. Der hat mich unterm Auto durchgesehen. Oh, das ist doch schade, wenn sowas passiert. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Kann man noch zuschauen? Ich will jetzt wissen, ob der letzte, wie es mit dem letzten ausgeht. Ja, gerade noch rechtzeitig, um dieses spektakuläre Ende anzuschauen. Danke fürs Zuschauen, falls es euch Spaß gemacht hat. Like und Subscribe. Endlich mal wieder irgendwie weit nach vorne gekommen. Das war ja ein Fritzenspiel hier. Die letzten paar Matches waren echt schrottig. Jetzt wird es langsam wieder besser. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, passt auf euch auf. Ciao, ciao.